Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und dein ganzes Leben verändert sich. Und genau das ist Jana passiert. Das ist ihre Story. Jana ist am 23.07.97 im Saarland geboren und ist eine von drei Kindern. Jana hatte ein ganz normales Leben und ist gerne Kickboxen oder Reiten gegangen, bis alles anfing. Sie wurde seit ihrer Krankheit nicht ein- oder zweimal operiert, nein, sie wurde 30 Mal in Vollnarkose operiert, mit 21 Jahren. Leider weiß man genauso wenig wie vor ihren Operationen. Es kann auch leider niemand mehr sagen, wie lange ihr Körper das noch mitmacht. Vor den ganzen Operationen hat sie ihre Ausbildung zur Pflegekraft gemacht und ist nun selber ein Pflegefall. Es gibt aber Hoffnung, denn am 4.2.2019 habe ich ein Video auf YouTube hochgeladen. Der Titel? Jana. Mit eurer Hilfe haben wir 300.000 Klicks gesammelt und haben ganze 33.000 Daumen nach oben bekommen. Die Kommentare? Awesome. Platz 39 auf den Trends und über 6.000 Kommentare. Wie versprochen habe ich die ganzen Werbeeinnahmen zusammengerechnet und habe 1.500 Euro an Jana gespendet. Im Namen meiner Haus. Und leider waren die Einnahmen nicht genug, da die Kosten zu hoch sind. Also dachte ich mir, was hindert mich jetzt dran, noch ein Video zu drehen? Gar nichts. Und die liebe Jana wird jetzt etwas über sich erzählen. Ladies and Gentlemen, das ist Jana. Was geht? YouTube! What's poppin'? Ich bin Jana, ich bin 21 Jahre alt. Also ich habe einen zu hohen Hirndruck. Leider läuft bei mir nichts, wie es eigentlich sein sollte. Ich bin wohl sehr wahrscheinlich ein weltweiter Einzelfall, traurigerweise. Und liege seit Oktober 2017 nur im Krankenhaus und wurde jetzt 30 Mal operiert. Angefangen die Symptome im August 2016, von heute auf morgen. Und wir haben jetzt mit Chans Video 1.500 Euro eingenommen. Leider ist es noch nicht genug, was an Geld zusammengekommen ist. Und ich hoffe darauf, dass ihr das Video schön teilen tut. Meine GoFundMe-Page. Und dass dann noch etwas zusammenkommt. Mein größter Wunsch ist es, mit meiner Familie noch einmal mit allen gemeinsam, mit meiner Mama, mit meinem Papa, mit meinen Geschwistern in Urlaub zu fahren. Weil leider ist es so, dass mir niemand sagen kann, wie lange mein Körper diese ganze Operiererei und all das noch mitmacht. Das wäre so mein größter Wunsch, dass wir uns alle mal eine Auszeit nehmen, weil es für alle schwierig ist und auch meine Geschwister sehr, sehr viel zurückstecken müssen, gemeinsam wegzufahren und uns um nichts kümmern müssen und sagen können, hey, wir erkunden mal da was oder sonst irgendwas, wir gemeinsam Zeit verbringen können. Der Link von dem Video, in der Bio von dem Video, dann wird euch auch meine Instagram-Page hier unten verlinken. Da könnt ihr dann alle weiteren Informationen darüber finden. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir helfen würdet. Und auf GoFundMe, wenn man keine Kreditkarte hat, da es über GoFundMe nur über die Kreditkarte geht, steht auch extra nochmal ein PayPal-Konto und ein anderes Girokonto dabei, worüber man die Sachen einzahlen kann. Jeder Euro zählt. Also es ist nicht so, dass ich undankbar bin oder sonst irgendwas. Ich saß auch eben hier und habe geweint, weil ich sehr dankbar bin für das, was zusammengekommen ist und über eure Arbeit. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt mit Chan lange zusammengesetzt und wir haben nochmal ehrlich darüber gesprochen. Es ist leider noch nicht genug, was zusammengekommen ist insgesamt. Und deshalb haben wir dann entschieden zusammen jetzt nochmal, beziehungsweise es war ja sowieso klar, dass wir ein Video machen und aufklären, was zusammengekommen ist. Und euch halt auch ehrlich die Fragen beantworten. Hoffentlich verdienen wir noch mehr. Ich habe Jana als verdammt fröhlichen Menschen kennengelernt. Und wisst ihr was? Fuck it! Wenn wir es schon geschafft haben, dass Janas Video 300 Menschen erreicht haben, dass es 33.000 Personen geliked haben, dass es auf Platz 39 in den Trends war, dann schaffen wir es auch auf die Platz 1 in den Trends. Kommentiert so oft wie möglich dieses Video, liked dieses Video, teilt dieses Video, schickt es euren Freunden, eurer Familie, euren Nachbarn und vor allem teilt Janas Story. Hier endet das Video, denn jetzt kommt nur noch Werbung, denn ich baller so viel Werbung wie möglich rein und spende dann wieder die ganzen Einnahmen an Jana. Schaut das Video bitte so oft wie möglich an, lasst die Werbung durchlaufen. Von mir aus macht einen zweiten Tab auf und macht eure Hausaufgaben nebenbei und macht das Video einfach auf stumm. Glaubt's oder glaubt's mir nicht, Freunde, ich habe mit Jana geredet und jeder Euro hilft. Und wenn nur eine Person Janas Story teilt, hilft das schon so viel und ich will einfach nur, dass Jana keine Geldsorgen haben soll oder sonst was und genug Geld hat, ohne
daran zu denken. Und ich weine gleich wieder, weil ich aggressiv werde, weil mir das wirklich sehr wichtig ist. Helft bitte einfach Jana und schaut euch das Video komplett an und teilt es und spendet. Und ich gehe. Bye.